Herzlich willkommen zur zweiten Folge Fährte. Noch fürs Marsch. Wir fahren jetzt die Ladung vom BGH. Erstaunlicherweise mit einem Traktor läuft das besser. Ja, warum das so war und so ist, keine Ahnung. Kann nur ein Traktor gelegen haben, dass die beiden sich nicht klar kamen. Also mit dem Modus sammeln und pressen, keine Ahnung. Jedenfalls die. Der Käse wollte das nicht machen, also in der Pause gemacht. Vielleicht kam die Meldung kaputt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat es nicht geschafft. Ich habe den Traktor getauscht und jetzt läuft das. Und wir haben noch fleißig tun mit Sammeln. Und sobald das mit Sammeln durch ist, werden wir den Kaltstreuer losschicken. Ja, und die Ernte ist noch weit weg. Ich meine, kommt mir noch hinzu, dass es nass ist, ne? Aber ich denke mal, dass morgen, vielleicht übermorgen, die ersten Felder soweit sind. Ja, mit zwei Dreschern arbeiten auf jeden Fall. Bei den kleinen Feldern natürlich jeden einzeln, das ist natürlich weniger stressig für den Abfahrer, ne? Also Autoreifen muss ich erstmal im C verändern, dass es auch hier entsprechend anwenden kann. Ansonsten müssten wir das selber machen oder mit Kursplay. Aber ich denke mal, so viel ist das nicht. Wenn das sein sollte, machen wir das selber. Ups. Ah, passt schon so. So, hier ist Gras mit aufwachsen, ne? Und schön, das ist voll gedüngt. Es klingt zwar ein bisschen langweilig, Gras machen, Silage, aber das ist alles, was wir zurzeit machen können. Die Ernte dauert noch ein bisschen und wir müssen das Gras mähen, damit wir noch dieses Jahr noch mal mähen können. Also leider ist es so, dass wir das optimal ausreizen müssen. Das heißt, herbstlich, im Herbst nochmal mähen, sobald das irgendwie reif wird. Und nach Möglichkeit, bevor Mais soweit ist. Mais will ich teilweise Silage machen. Ein Teil wird sicherlich zum Mais, Körnermais, auch wegen Schweinefutter. Und dann, mal schauen. Tiere. Ja, wir haben nachts gespult, das zu sehen. Das heißt, wir müssen bald mal wieder füttern und Wasser geben. Und dann mal schauen wir auf die Kühe, was die sagen. Das sind die ersten. Teile haben wir neu gekauft, ne? Und die anderen haben hier im Schnitt 0,6, 0,7 kriegen die Kälber. 0,51 im Schweinestall. Die brauchen auch Futter und Wasser, um gereinigt werden. Erwachsen Tier nächst 0,1, das ist bald zu erwarten. Also Tiere kann man, Jungtiere kann man erkennen, indem man nach dem Gewicht schaut. Also die anderen sind ganz schöne fetten Viecher, kann man sagen. 202 Kilogramm, ne? Das ist schon heftig. Also. Aber die Schweine werden halt mal so fertig, ne? Ja, 0,1, also, das dauert nicht mehr lange. Und dann brauche ich einen zweiten Stall. Also, dann ich muss Geld drucken, Geld. Einen zweiten Stall deswegen, weil ich die Jungtiere nur wegen der Übersicht einen separaten Stall haben möchte. Denn die anderen Tiere sollen ja weiter als Zuchttiere dienen und die Ferkel, die dann kommen, also naja, nächstes Tier, also Ferkel sollte normalerweise bei den Schweinen naja, um 10, 12 pro Sau geben normalerweise.
Also nicht ein wie ein Kalb, eine Kuh. Obwohl da auch mal Zwillinge vorkommen könnten. Ja, könnten, also rein theoretisch. Kommt das eigentlich ziemlich oft vor. Durch die künstliche Befruchtung ist es etwas häufiger. Warum das so ist, keine Ahnung. Aber muss man dazu sagen, Kälber sterben auch immer bei der Geburt, also das kann auch passieren. Oder beziehungsweise sie sterben hinterher an einer kleinen Infektion, weil es zu kalt war oder ungünstige Umstände, sind immer so, ne? Also bei Kälber ein Tier pro Nase ist eigentlich reell, wenn man die Verluste dann abzieht, wenn man Zwillingen, die man dann zwei haben würde. Aber bei Schweinen ist mehr wie eins sehr wahrscheinlich. Also da kann man von 8 bis 10 oder 12 ausgehen, manchmal sogar mehr. Ja, es gibt Sauen, die haben ein paar weniger und ein paar Sauen, die ein paar mehr. Man muss ein bisschen geschickt verteilen. Man muss im Prinzip das Muttertier überlisten, dass sie das. Weil eine Sau kann ja nur begrenzt Tiere aufgrund der begrenzten Sitzenanzahl nicht alle überroden kriegen. Ne? Das ist ja leider so. So, der erste ist fertig, alles gut. Ja, der Übergangsbereich ist immer ungünstig. Ne? So, schade, geht kein Kursblöd. Ja, kein. Man sagt schon. Muss man bald. Dafür haben wir keine Zeit. Vielleicht können wir eher auf Feld Nr. 36 aktivieren oder gleich hinfahren. 36, ja. Der 44er kleiner, na gut. Aber das machen wir später. Oh, wir haben trocken, wir haben keinen Regen mehr. Auch schön. So, nehmen wir den nächsten Ball mit gleich. Wie gesagt, die nächste Wiese kommt auch bald. Aber ich denke mal dann noch nächsten Tag noch nicht. Übernächsten Tag. Also jetzt haben wir frühen Sommer. Zweiten, also vierten Tag im Sommer. Im mittleren Sommer. Schauen wir mal. Dann würde ich jetzt wohl die reif sein. Dann sind wir entsprechend. Eine Spur ist glaube ich noch nicht gemacht worden. Also müssen wir mal schauen, ob ich da nochmal einen losschicke. Können wir ja machen. Und da fällt auch eine Spur. Und wie gesagt, wenn die tanzen auf dem Ballen, dann verliert man den Überblick, wo sie eigentlich waren. Ne? Kusche gelöscht, die Trottel. So, wenn wir zurück, dann kriegen wir nicht mit. Wir müssen zurück zu. Und da kommen drei Stück noch. Eins, zwei, drei. Na, Nullzahlung ist gut. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Keine Ahnung. Ich habe einen neuen Kurs gleich heute draufgebracht. Also komplett neu. So wie Autodrive. Aber. Jo, ist halt so. Das ist Folge Nummer 11. Fünf habe ich noch vor mir. Ich habe letzte Woche zwei Folgen weniger gemacht. Die werden wir dann im Prinzip morgen hochladen. Für Sonntag. Aber keine Panik, das schaffe ich noch. Beziehungsweise, wenn das soweit ist, ist schon geschehen. 60 Grad, ich glaube ich gerade. Dann hat man leider oben.
Muss mal schauen bei OBS, dass ich da ein bisschen auch reduziere die Bitzahl. Aber ich brauche ja nur 24.000. Also müssten normalerweise, ich gehe mal 10.000 runter auf oder 5.000, auf 100.000, von 40.000. Der Nummer 3. Dann müsste die nächste Fuhre zum anderen BGH fahren. Beziehungsweise alles, was hier auf das Gras kommen wird. Auf jeden Fall. Jetzt brauchen können. So. Ja, zurück zum Feld, dass wir da den nächsten noch losschicken können bei Gras. Ja, pressen. Ein paar Bahnen sind noch zu machen. Da haben wir noch Wald am Rand, können wir auch noch machen, ne? Aber keine Panik, also Wald im Winter normalerweise. Aber ist auch lange, ne? Ja, mal sehen, was wir am besten machen. Produktion müssen wir die entfernen, das ist immer eins an Möglichkeit im Winter. Und ja, schauen wir mal, was wir alles machen hier. Tiere umsiedeln im anderen Stall zum Beispiel. Kühe zum Beispiel, wenn es einige Tiere treffen. So, der nächste ist fertig. Das heißt, wir müssen mal sehen, dass wir jetzt mal hier ein paar Spuren nacharbeiten. Und zwar dann hier was umstellen. Lassen, aber nicht in, aber nicht löschen im Kurs. Denn hier den einen Kurs haben wir nicht gemacht. Warum auch immer. Ja, gibt verschiedene Gründe. Kein Bock. Aber denke mal eher, wird Balke sein gewesen sein. Das ja. Auf rechts umstellen. Rechts, dann nehmen wir. Ja, das ist ganz komisch. Normalerweise müsste jetzt so genau sein, dass es dann die Spur ist, aber das ist genau. Ach, das kann natürlich sein. Aber normalerweise. Nicht, aber gut, ist mal so. Denn das wäre ja zu schade hier liegen zu lassen. Das hier normalerweise auch komplett, aber das entscheiden wir später. Wir müssen kalken. Entschuldigung, ich kratze halt im Hals. Muss ja was zu trinken holen hier. Eine kurze Pause. Ja, ich muss hier meinen Traktor arbeiten, das ist gleich besser. Der LKW ist an sich normalerweise kein Fahrzeug fürs Feld. Aber auf Straße geht er genau das gleiche. Also egal welche Fahrzeug man nimmt, die schlingen alle irgendwo. Wenn jemand schon mal links gefahren ist, euer Taximulator, da ist das ganze Lenkverhalten anders. Fast so wie in der Realität, also das variiert in der Bremswirkung. Also
Er lenkt ihn im langsam, ja, leicht kann man auch nicht sagen, aber ist halt irgendwie dynamischer, kann man sagen. Also, das andere Lenkrad von für LS direkt, das ist ja im Grunde, naja, das taugt nichts, sag mal so. Die mechanischen Feder ist halt nicht so wie mit dem Motor, ein bisschen variieren könnte. Sieht so komisch aus, ne? Jetzt sind noch vorne die Räder. So klein sind, ich weiß nicht. Ja, so etliche Ballen hier, also. Also wir tun uns einen Gefallen, wenn die Ballen größer machen, also dann brauchen wir weniger fahren. Wenn wir zumindest 8000 nehmen oder 10.000, dann brauchen wir halt nur, ja, nur die Hälfte fahren, ne? Weil es 10.000 geht, 12, 16 und 20.000. Wenn wir 12.000 nehmen, dann haben wir das die dreifache Menge im Ballen drin. Dann können wir uns viel, viel Arbeit ersparen. Aber das ist ja wiederum nicht so realistisch, das ist auch wieder so ein, das Autoload ist schon mal, ja, wenn man das richtig mit einem, naja, mit einem Radlader aufladen wollte, naja, dann muss man mal Zeit. Dann müsste auf 1 fahren und dann wäre das mal hier 2-3 Wochen nur Ballen sammeln. Und das, glaube ich, kann man keinen zumuten. Wird zu langweilig. Jetzt schon zu lange. So, wir zurück. Jetzt nehmen wir die andere BGH nehmen. Wo ist im Grunde, ja. Gut, aber ganz stark, dass die andere. Wer hat da wieder hingestellt, den Stücker Steuer, ne? Wer war denn das? Ja, ich. Aber man muss aufpassen, dass das Kalk nicht vergessen. Das Wichtige ist, dass vorher Kalk wird. Ist deswegen wichtig, weil er lässt sich nach dem Kalken wieder düngen. Man kann auch düngen mit Gärreste. Und dann lässt er sich mit einem anderen Dünger auch düngen. Das geht. Und umgekehrt nicht. Hat irgendwie so eine andere Struktur oder eine andere. Ja. Er erkennt es anders an, ne? Also Dünger auf Dünger mit Düngersteuer normal, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Also Gärreste schon natürlich. Ja, gut, mit Kursplay halt, ne? Nur halt. Wir haben es auf der 11 hingekriegt, glaube ich, oder 12. Ja, das klappte ganz gut. Hat aber lange gedauert, ne? Müsste man sich so ein Zwischenüberlager machen und dann von da holen lassen, ne? Dass man dann von den anderen Reihen, technisch gesehen, mit dem LKW voll macht, ne? Das Überlager-Dings da. Ja, morgen muss ich bearbeiten alles, ne? An einem Videoprogramm ist nicht ideal, das dauert zu lange. Ich brauche ja pro Video eine Stunde zum Bearbeiten, das dauert das zu lange. Da haben wir mal 20 Minuten. So, die Show, das ist. Das wär's für heute. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Füße in den Winkel, ciao, ciao. Und hört und sieht sich vielleicht in der nächsten Folge. Tschüss.